Ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Namen des ganzen Minergie-Teams zu diesem Minergie-Wissen aktuell heute. Diese Veranstaltung reiht sich ein in unsere Wissenlinie, wo wir versuchen, Inhalte kompakt aufzubereiten. Vielleicht haben Sie auch schon das eine oder andere E-Learning-Gefäß besucht oder auch eine vorangehende Minergie-Wissen aktuell Online-Veranstaltung. Vielleicht zuerst ein paar technische Hinweise. Sie sehen auf der nächsten Folie, wir bitten Sie wie immer bei diesen Online-Veranstaltungen Mikrofon und Kamera standardmäßig ausgeschaltet zu lassen, damit wir eine einwandfreie Übertragung haben. Sie können die Fragen, die Ihnen in den Sinn kommen, während dem Referat laufend in den Chat stellen und wir werden sie dann am Schluss beantworten. Sie sehen eingeblendet sowohl und ich begrüße herzlich die Referentin Sabine von Stockar. Sie ist unsere Leiterin Entwicklung und auch der Leiter Technik. Robert Minowski ist hier und wird am Schluss für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Wenn Sie technische Probleme haben, dann dürfen Sie sich... Ja, sicher. Jetzt haben wir jemanden gehört, ja, der das Mikrofon angeschaltet hat. Genau, wir bitten Sie, die Mikrofone ausgeschaltet zu lassen, damit alle alles gut hören. Wenn Sie technische Probleme haben, dürfen Sie sich an Rahel Tschudice wenden. Die Nummer ist unten eingeblendet. Ja, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und Sie bekommen dann diese Aufzeichnung zusammen mit der Präsentation im Nachgang zugeschickt. Sie haben also alles dann beisammen. Gut, dann übergebe ich das Wort an Sabine von Stockar und wir hören uns am Schluss dann wieder. Meinerseits herzlich willkommen in dieser Online-Veranstaltung. Es ist ja eigentlich der Nachgang der realen Lancierung der neuen Labels Minergie 2023. Diese hat live stattgefunden letzte Woche. Wir sind froh, so noch die weiteren Interessierten up-to-daten, was läuft. So viel voraus, weil letzte Woche kam diese Frage dann im Nachhinein. Wir haben die Standards lanciert, die Anforderungen werde ich jetzt präsentieren. Es gibt noch ein Jahr Übergangsphase, wo nach altem Standard eingereicht werden kann. Natürlich, wir haben jetzt anderthalb Jahre dafür gearbeitet, dass es eben neue, noch bessere, noch klimafreundlichere Gebäude gibt. Wir freuen uns sehr auf die Umsetzung der neuen Standards. Gut. Minergie ist ja ein Label und ein Label hat nicht die Berechtigung, hier zu sein, wenn ein Label nicht Orientierung geben würde, klare Anforderungen stellen würde und in dem Fall auch klar Vorreiter ist, zum Teil Vorreiter für die Gesetze, Vorreiter für das Durchschnittsgebäude. Und da kann man sich schon einmal fragen, ja, wofür denn genau? Orientierung wofür? Vorreiter wofür? Und auf dieser Folie sehen Sie nochmals für diejenigen, die es vielleicht nicht so präsent haben, was beschäftigt Minergie eigentlich? Das sind zwei Schlagwörter, Komfort, Effizienz und Klimaschutz. Und konkret gesagt ist das Ziel, dass Minergie-Gebäude klimaangepasst sind, dass sie eine gesunde Raumluft haben für den Komfort der Nutzenden, dass sie Effizienz bieten, das heißt möglich wenig Energieverbrauch bedeuten und auch der Versorgungssicherheit beitragen. Und Klimaschutz ist gekennzeichnet durch der fossilfreie Betrieb oder Fossilfreiheit generell, die Produktion erneuerbarer Energien und jetzt neu auch die Minimierung von Treibhausgasemissionen in der Erstellung. Das ist eigentlich das, was wir mit Minergie 2023 umgesetzt haben und alle Anforderungen und Verschärfungen, die wir vornehmen, subsumieren sich unter diesen drei Aspekte Komfort, Effizienz und Klimaschutz. Jetzt kommt die Folie, die Sie sich merken müssen, wenn jemand Sie fragt, was ist dann Minergie 2023 oder was macht Minergie 2023 aus? Wir verfolgten in der Entwicklung diese vier Ziele und alle Anforderungen werden wieder diesen vier Ziele untergeordnet. Das erste Ziel ist die Ausnutzung des Solarpotenzials am Gebäude. Das zweite Ziel ist die Minimierung der Treibhausgasemissionen in der Erstellung. Drittens muss ein Minergie-Gebäude ein zukunftsfähiger Hitzeschutz haben. Und viertens soll der fossilfreie Betrieb noch
effizienter werden. Und es ist nicht so, dass wir Anforderungen verschärfen, einfach weil uns das Spaß machen, sondern die Gebäude, die ja doch für durchschnittlich 60 Jahre gebaut werden, die sollen eben zukunftsfähig sein mit den Themen, die sie adressieren können. Und da kann ich noch sagen, ein Gebäude ist nicht mehr nur einfach Schutz im Winter und Schutz vor Wind. Das haben wir längst, wird ein Gebäude breiter gefasst. Es soll eben auch Schutz im Sommer bieten. Es soll neu, also so neu ist es nicht, aber immer mehr auch der Versorgungssicherheit und dem Klimaschutz dienen. Jetzt in der Sanierung 2023 verfolgen wir die gleichen vier Ziele. Wir sind allerdings in vier Punkten etwas liberaler. Wieso? Weil dort, wo man vor allem Klimaschutz betreiben kann, ist im Bestand. Das sind ja schon bestehende Gebäude, die eine gewisse Emission und Energie verbrauchen, emittieren und verbrauchen. Und das Ziel hier ist, möglichst viel umfassende, qualitativ hochstehende und auch für den Komfort passabel, also gute Gebäude herzustellen. Und dafür sind die Ziele ein bisschen anders ausgelegt. Zum Beispiel das erste Ziel ist die Ausnutzung des solaren Potenzials ein bisschen gemindert, dass die Anforderung ist weniger hoch. Und zweitens, was vor allem auch anders ist, diese ganze Minimierung der Treibhausgasemissionen in der Erstellung, das wird eigentlich in einer Sanierung automatisch gemacht. Grundsätzlich ist es so, dass eine Sanierung effizienter ist oder weniger Treibhausgasemissionen emittiert als ein Neubau. Hier kennen wir keine Anforderungen. Dann gibt es noch zwei weitere liberalere Punkte, die sind zwar nicht neu, aber das ist immer ein guter Punkt, das wieder zu erwähnen. In der Lüftung ist es so, dass wir bei der Sanierung Minergie eine Grundlüftung zulässt. Das heißt, es muss nur eine Zuluft haben. Das kann auch über offene Türe, kann der Rest geschehen. Das ist eindeutig ein Resultat nach der Suche, wie kann man Komfort kombinieren mit nicht zu hohen Komplikationen in der Planung. Und der vierte Punkt ist auch fossilfrei, schon seit ein paar Jahren. Aber die Anforderungen an Gebäudehülle und Effizienz sind ein bisschen flexibler als im Neubau. Der Punkt Hitzeschutz ist genau gleich wie beim Neubau. Bevor ich dann einzeln auf diese vier Punkte und die konkreten Anforderungen eingehe, möchte ich das noch ein bisschen einbetten. Das ist das Minergie-Portfolio. Wir sehen, was wir alles haben. Sie sehen die hohe Stange in der Mitte, sind die Gebäudestandards, die Sie vermutlich sehr gut kennen. Und wir werden heute auch über diese drei sprechen. Natürlich kann man alles kombinieren mit dem Zusatz Eco für mehr Ökologie und Gesundheit. Dafür gibt es nächste Woche auch eine Online-Veranstaltung, wenn jemand sich hier vertiefen möchte. Neu, seit auch letzter Woche, bieten wir ein Minergie-Areal an. Das sind Minergie-Gebäude mit klimaoptimiertem Außenraum. Also da schauen wir nicht nur das Gebäude an, sondern auch den ganzen Außenraum. Auch hier gibt es eine separate Breakout-Session, respektive Online-Veranstaltung Minergie-Wissen aktuell nächste Woche, wo Sie die neuen Anforderungen und auch den Vergleich mit dem SNBS-Areal machen können. Minergie hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen der Planung, Bau und Betrieb dieser Achse weiterentwickelt. Für den Bau gibt es die sogenannten Module, das sind zertifizierte Einzelbauteile und es gibt diese qualitative Begleitung im Bau. Und im Betrieb gibt es das Monitoring Plus, das ist ein automatischer Vergleich von Betriebs- und Plandaten, damit wir ein Instrument in der Hand haben, ein so gut geplantes Gebäude, wie Minergie-Gebäude sind, dann auch im Betrieb richtig zu betreiben und eben möglichst effizient zu sein. Nun gehe ich auf die konkreten Anforderungen, Ziele und Anforderungen ein. Ich habe gesagt, der Punkt Nummer 1 ist die Optimierung respektive die Ausnutzung des solaren Potenzials am Gebäude. Das ist zeitgemäß. Diese ganze Branche hat sich enormst entwickelt und wir haben hier zwei Ziele. Wir haben das Ziel verfolgt, dass das Minergie-Gebäude das Dach voll von PV haben muss. Und das können Sie sich merken, das ist auch einfach in der Planung. Ich komme danach zurück, was das genau heißt. Natürlich haben wir noch andere Anforderungen an Dächer, aber das ist alles mit berücksichtigt. Also das erste Ziel ist das Dach voll mit PV. Das ist eine implizite Anforderung, das heißt, die muss man nicht explizit nachweisen, sondern die ist in der Minergie-Kennzahl mit berücksichtigt. Wenn Sie jetzt die Folie anschauen, sehen Sie immer links die Anforderung, die wir
seit dem Jahr 2017 haben. Hier gab es eine Minergie-Kennzahl, da war auch hinterlegt eine gewisse, also mehr PV als die Grundanforderung, aber es war nicht dachspezifisch. Neu haben wir eine, was nicht neu ist, objektspezifisch war sie schon immer, aber sie berücksichtigt jetzt die Größe des Daches, die Minergie-Kennzahl, damit man hier auch auf das Objekt spezifisch eine Anforderung setzen kann. Und da hierin ist eben hinterlegt, dass die belegbare Dachfläche vollständig mit PV-Modulen besetzt ist, also geplant wird. Dann kommt eine zweite explizite Anforderung, das ist bis jetzt diese 10 Watt Peak pro EBF rein. Hier ist das Ziel, dass man 20 Watt Peak noch zusätzlich einführen wird. Und jetzt ist das hier so grau hinterlegt. Das ist die Geschichte mit PV, Fassade und Brandschutzanforderungen. Wir hatten diese Anforderungen schon ziemlich, also fertig entwickelt. Ich werde sie auch präsentieren, weil das die Möglichkeit ist, wenn wir sie dann einführen. Und weshalb sage ich, wenn wir sie dann einführen? Die Gebäudeversicherung Zürich hat im letzten Frühjahr offengelegt, dass sie nicht mehr jede Fassade PV ohne Brandschutztest einfach bewilligen wird. Und da möchten wir nicht etwas einführen, das keine Planungssicherheit gibt. Das heißt, wir warten ab, bis die Branche diese Brandschutzthemen mit PV-Fassade lösen wird. Das heißt, das ist analog dem Holzbau, gibt es hier einen Stand der Technikpapier, Swissolar, und die Branche auch mit der Vereinigung der kantonalen Feuervorschriften sind mit Hochdruck dabei, dies zu erarbeiten. Die werden einen Stand der Technikpapier erarbeiten, die zeigt, in welchen Aufbauten es benötigt, damit keine Brandschutztests nötig sind. Es wird in den nächsten Tagen, wenn ich richtig informiert bin, eine Übergangslösung publiziert. Wir werden allerdings, ich rechne damit, dass wir auf den 1.2025 dann das wirklich einführen können. Weshalb hat 20 Watt Peak mit Fassaden-PV zu tun? Das zeige ich Ihnen dann gleich auf den nächsten Folien. Ich komme zuerst nochmals auf die Dachanforderung, also die erste. Wir berücksichtigen hier die nutzbaren Dachflächen, und nutzbar ist alles, was größer als 20 Quadratmeter ist und also weniger als 20 Grad Nord ausgerichtet ist. Das wird ausgeschlossen, der Rest ist alles nutzbar. Sie sehen hier links, ein Flachdach ist komplett nutzbar. Und ein Giebeldach, das sind jetzt die zwei einfachsten Dachformen, ist dann nicht nutzbar, wenn das Norddach steiler ist als 20 Grad und somit keinen nicht genügenden Ertrag ergeben würde. Diese nutzbare Dachfläche wird dann noch mit 60% kombiniert, also 60% dieser nutzbaren Dachfläche wird dann in die Minergie-Kennzahl eingerechnet. Also wenn ich von vollem Dach spreche, spreche ich eigentlich von einem Dach wie dieses hier. Das heißt nicht, dass alles voll sein muss. Es braucht ja noch Wartungswege, es braucht noch Aufbauten. Ich muss auch, das ist der Sonnenpark in Wetzikon, das ist ein Minergie-A-Gebäude. Das ist ein bisschen mehr als 60%. Also Sie können mitnehmen, wenn Sie ein solches Gebäude planen müssten. Es muss ungefähr so aussehen. Sie haben noch ein bisschen mehr. Hört man mich immer noch? Ich hatte irgendwie einen Unterbruch. Aber wenn ich jetzt kein Zeichen von meinen Kollegen kriege, ja. Dann ja, super, spreche ich einfach weiter. Also, nehmen Sie dieses Bild mit. Es geht darum, ein Dach voll zu belegen, aber inklusiv, also die Wartungswege haben Platz, Sicherheitsabstände haben Platz, Aufbauten haben Platz. Das Ziel ist, dass das Dach ein bisschen aufgeräumt ist. Wenn man natürlich jede zwei Meter irgendein Aufbauteil hat, dann wird es schwieriger. Aber es ist eine implizite Anforderung. Wenn Sie aus was für Gründen auch immer auf dem Dach nicht so viel hinkriegen, kann man das anders durch mehr Effizienz oder vielleicht auch durch Fassaden, PV, wenn dann mal die Brandschutzthemen vorbei sind, kann man das auch so erreichen. Also es gibt eindeutig Flexibilität. Jetzt komme ich zur Frage, weshalb diese Doppelanforderung, auch wenn wir diese 20 Watt Peak noch nicht einführen, die wird kommen, das ist eigentlich auch schon beschlossene Sache.
Das Ziel ist hier die hohen Gebäude, die zum Teil auch gut positioniert sind, weil sie eben überragend sind, mit einer Fassadenpflicht zu konfrontieren. Und das macht diese 20 Watt Peak. Und weshalb wir nicht nur die 20 Watt Peak, das war ein bisschen die Erwartung von vielen Leuten, dass wir einfach diese Watt Peak erhöhen, das sieht man auf dieser Grafik. Sie sehen hier eine Auswahl von den 16 Wohnbauten, die wir ganz genau untersucht haben. Ich habe ein paar rausgenommen, weil wir müssen ja nicht alle 16 sehen. Sie sehen hier trotzdem der Grund, wenn man links anfängt, sehen Sie immer, das Braune ist das, was gebaut wurde. Das sind alles Minigi-Gebäude, die in den letzten 5 Jahren realisiert wurden. Wenn man das Blaue ansieht, ist das die Anforderung, die wir an das mit dem vollen Dach, diese 60% der nutzbaren Fläche, bedeuten würde. Und das Senfgele sind diese 20 Watt Peak. Wenn wir jetzt zuerst mal das Gelbe anschauen, sehen wir, dass bei den kleinen Gebäuden das Potenzial auf dem Dach bei weitem nicht ausgeschöpft wird. Was stimmt, ist das realisierte Dachanlage ist ein bisschen höher als diese 20 Watt Peak. Das ist auch, weil wir schon heute implizit mehr Anforderungen hatten als nur 10 Watt Peak, aber sie ist längst nicht auf dem ganzen Dach. Und wenn man so nach rechts rüber geht, sieht man immer mehr, dass dann das Potenzial ausgeschöpft wird, bis diese 20 Watt Peak, die natürlich nicht die starre ist im Vergleich zur Dachfläche, greift. Und hier bei den größeren, das sind dann schon ziemlich große Gebäude, natürlich sind die hohen Gebäude schneller davon betroffen als die so diese Grämschnittengebäude, die müssen dann langsam in die Fassade gehen, um diese 20 Watt Peak zu erreichen. Ich kann schon vorausschicken, es wird hier auch noch Zusatzbestimmungen geben, welche Fassaden belegt werden müssen und wo die Grenze ist. Aber ich möchte jetzt nicht ganz im Detail darauf eingehen, weil wir diese Anforderungen noch gar nicht einführen, leider. Das Nächste, Sie fragen sich vermutlich, weshalb kommen wir auf 20 Watt Peak pro Quadratmeter. Auch das ist kein einfach so gewählter Wert. Wir haben analysiert, ab wie viel Stockwerke ungefähr diese 20 Watt Peak im Durchschnitt dann in die Fassade gehen muss. Und Sie sehen hier unten auf der X-Achse die Anzahl Stockwerke, 1, 2, 3, 4, 5 etc. Diese blauen Punkte sind übrigens unsere Minigi-Gebäude, die haben wir hier aufgelistet. Und dann haben wir geschaut, wo landen wir, wenn wir 20 Watt Peak einführen und wo landen wir, wenn wir 30 Watt Peak einführen. Wenn man hier den 20 nachläuft, dann sieht man zwischen 3 und 4 Stockwerke. Das hängt natürlich vom Gebäudetyp ab. Ist dann die Fassadepflicht, die greift. Und wir sind der Meinung, dass Gebäude, die 1, 2 oder eben angehend 3 Stockwerke haben, zu klein sind, um heute eine Fassadenpflicht einzuführen. Ich möchte nochmals abschließen, das war der erste Punkt, Solarpotenzial am Gebäude ausnutzen, was jetzt konkret ab letzte Woche, ab dem 13.09. gilt und ab in einem Jahr dann ganz sicher verpflichtend ist. Das ist diese implizite Anforderung des vollen Dachs, das in der MKZ hineingerechnet wird. Und eben sobald wir können, werden wir das Graue auch noch einführen, dass für hohe Gebäude auch Fassadenpflicht zum Einsatz kommt. Ich komme zum zweiten Thema. Da geht es um eine neue Anforderung bei Minigi. Wir haben allerdings schon seit dem 1.2022 Daten gesammelt, damit wir das eben auch perfektionieren können. Hier geht es darum, dass die Betriebsenergie eigentlich schon fossilfrei ist, zumindest die direkte Emissionen ist schon lange auf Null. Und dass wir jetzt langsam, aber sicher uns der Erstellung annehmen müssen, weil der Bau natürlich auch Emissionen verursacht. Weshalb Emissionen und nicht Kilowattstunden? Das ist, weil es bei der Herstellung der Materialien noch geogene Emissionen gibt, die wir auch noch mit berücksichtigen möchten. Hier ist die Anforderung relativ klar. Im Minigi 2017, die letzte große Anforderung, gab es nichts. Und jetzt haben wir ein Grenzwert, je Gebäudekategorie. Ich kann schon sagen, dieser ist dynamisch. Das heißt, die Grenzwerte werden berechnet ohne PV, Solarthermie und Erdsonde, respektive sie werden darauf geschlagen.
Weil es ein neues Thema ist, möchte ich ganz kurz einen Abriss machen, weshalb wir das einführen und weshalb es bei Minergy richtig aufgehoben ist. Wir versuchen ja nur Anforderungen zu haben, worauf die Planenden, die nach Minergy planen und die Antragsteller auch wirklich einen Einfluss haben. Diese Grafik zeigt das eindeutig. Diese Grafik ist gemacht worden mit unserem, ich sage jetzt, perfektionierten Tool, das wir schon seit eineinhalb Jahren am Markt haben, aber wir haben das natürlich weiterentwickelt. Und das Tool ist im Gegensatz zu einer klassischen Ökobilanzierung so aufgebaut, dass man nicht mehr Quadratmeter Material eingeben muss, weil das sehr aufwendig ist, sondern man gibt mit 14 Eingaben an, wie ist das Gebäude aufgebaut und sieht auch sofort, was sind die großen Hebel. Wir haben dort nur die großen Hebel drin. Und vor allem ist es auch phasengerecht. Es geht ja hier um die provisorische Zertifizierung. Bei der provisorischen Zertifizierung kann man zum Beispiel zum Innenausbau nur mutmaßen, was genau kommt. Hingegen weiß man schon ziemlich genau, was die Spannweiten sind etc. Und jetzt gehe ich da schnell durch. Wenn man links anfängt, das habe ich ziemlich einfach gemacht. Ich habe in dem Tool einfach alles eingegeben, was Treibhausgasemissionen intensiv ist. Dann sieht man ein Gebäude, das wirklich massiv baut, das ganz breit, große Spannweiten hat, das ein dreistöckiges UG hat, das viel Glas hat, das landet dann schlussendlich bei ungefähr 18 Kilo. Ich kann Ihnen sagen, die Durchschnittsgebäude sind selten bei 18 Kilo. Das ist wirklich, da muss man wie alles falsch gemacht haben. Auch die Böschung ist dann keine Böschung, sondern eine sehr viel aufwendigere Baugrube. Und dann habe ich ganz einfach jeder Hebel maximal reduziert. Das heißt, es ist ein bisschen eine theoretische Angelegenheit, weil in einem Gebäude minimiert man meistens nicht alles auf ein Maximum, oder man kann es nicht oder man will nicht etc. Aber wenn man jetzt von das sind glaube ich 14 Meter Spannweite, auf 4 runtergeht, dann kann man doch einiges einsparen. Und dann geht es weiter mit der Optimierung der Materialisierung. Das ist vermutlich der bekannteste Hebel. Wenn man von Massivbau auf einen Leichtbau, auf eine Leichtbauweise wechselt, kann man nochmals ziemlich viel einsparen. Aber die meisten Leute meinen, es geht nur darum, es geht nicht nur darum, man hat mehr Hebel als das. Und dann geht es um die Reduktion der Fensteranteil. Dieses Potenzial ist ein bisschen abhängig von der Fassadenkonstruktion. Wenn man natürlich eine sehr schlechte Fassadenkonstruktion hat, also eine Alufassade, und man dann Fenster einbaut, ist es nicht schlechter. Aber wenn man einen Holzbau hat und große Fenster, dann machen die Fenster einen negativen Effekt. Dann geht es noch um das Thema, wie man mit der Gebäudetechnik umgeht. Also hier geht es nicht um die Frage, gibt es eine Heizung oder nicht, sondern die Frage, wie geht man mit den Leitungen um? Ist es effizient und einfach geplant? Und vor allem, legt man die Haustechnik ein oder nicht? Natürlich, wenn man die Haustechnik einlegt, ist es zwar vielleicht schöner, aber meistens materialintensiver. Macht aber hier ist auch ein Hebel, der aber nicht riesig ist. Nach diesem roten Strich hier kommt eine Optimierung, die nicht nur von der Planung und vom Bauherr abhängt, sondern auch vom Standort. Also einerseits, wenn der Standort so ist, dass man keine Platzverhältnisse hat, dann kann man nicht mit einer normalen Baugrube respektive Böschung arbeiten. Andererseits, wenn man natürlich ein Riesen-UG baut, auch bei einem EFH, also ich spreche jetzt immer ein bisschen extrem, aber wenn ein EFH ein dreistöckiges UG möchte, geht es dann mit einer Böschung auch nicht mehr. Was ich damit sagen will, ist, das ist nicht nur eine Frage von wie man plant, sondern auch wo das Gebäude zu stehen kommt. Und dann kommt das Thema, will man ein UG, also oder wie viel UG will man? Und ich möchte da vorwegnehmen, es geht uns nicht darum zu propagieren, man sollte Gebäude bauen ohne UG, weil das hat andere Konsequenzen, die nicht unbedingt besser sind, zum Beispiel eine Versiegelung der Oberfläche, kein Platz etc. Aber man kann das mitnehmen im Hinterkopf, dass man vielleicht nicht unnötig große Untergeschosse baut. Das ist die Idee von diesem Hebel. Und dann kommt ein neues Thema, das wir hier aktiv aufgegriffen haben, nämlich die Weiterverwendung. Hier geht es um die großen Hebel der Weiterverwendung. Also nicht setze ich das gleiche Lavabo wieder ein und muss dazwischen noch das Verfrachten auf einen Lastwagen. Das kann eindeutig auch spannend sein, aber wir kümmern uns hier einmal mehr um die großen Hebel. Und ein großer Hebel ist,
kann man vielleicht ein bestehendes Untergeschoss nochmals verwenden, da muss man es nicht neu bauen. Oder kann man sogar den ganzen Rohbau nochmals verwenden, dann muss man das nicht nochmals neu bauen. Im Vollzug gilt das als Neubau und deshalb ist im ganzen Prozedere, wenn man einen Neubau baut nach Minergie, dann muss man dieses Tool ausfüllen und minimieren und deshalb kann man hier auch dieses geltend gemacht werden. Das Tool ist ausgereift, heißt nicht, dass wir es in den nächsten Jahren nicht noch weiterentwickeln. Gerade in diesen Themen könnte es natürlich noch viel präzisere Angaben geben. Aber fangen wir mal bei den großen Reduktionsmöglichkeiten an. Ganz schnell ein Beispiel, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Das ist ein Gebäude, das hat eine Holzfassade. Das ist sehr gut gebaut in Bezug auf Spannweiten und effiziente Leitungsbau etc. Aber es ist ein Massivbau und es ist eine Siedlung, es ist übrigens ein Minergie-Eco-Projekt. Es ist eine Siedlung, die unterirdisch verbunden ist, was ja durchaus Sinn macht, damit man nicht überall diese Abgänge hat, hat aber in dem Sinne ein großes UG-System. Und dieses Gebäude kommt auf knapp über 12 Kilo. Das wird auch, das zeigt Ihnen auch ungefähr, wo im Moment ein Durchschnittsgebäude, das ein bisschen was optimiert hat, steht. Also wir haben viel zu tun und ich möchte, dieses Gebäude wurde im 2020 gebaut. Ich möchte gar nicht sagen, dass das irgendwie etwas falsch gemacht hat, aber ich möchte Ihnen nur aufzeigen, dass hier noch viel Potenzial ist. Meine vorletzte Folie zu diesem Thema. Treibhausgasemissionen in der Erstellung, wie haben wir die Grenzwerte festgelegt? Wir haben eine Auswertung von über 80 Minergie-Eco-Objekten gemacht, weil die dieses bilanzieren mussten. Wir haben natürlich unsere eigenen Objekte, die mit dem Tool, das wir im Jahr 2022 eingegeben haben, auch analysiert. Und dann hatten wir folgende Grundsätze. Der Hauptgrundsatz ist, möglichst auf das gleiche verweisen wie andere Standards-Tools oder SCA-Merkblätter, die Grundlage ist überall die gleiche, das ist das SCA-Merkblatt 2032 und die KBOB-Liste Ökobilanzdaten. Und dann haben wir eine genau gleiche Rechnung wie Minergie-ECO, alles andere wäre ja Hirnzerbrechen, das heißt, das ist ein objektspezifischer Grenzwert, der auch berücksichtigt, wie viel Warm- und wie viel Kaltanteil ein Gebäude hat. Und eben, er ist dynamisch, das heißt, die PV, Solarthermie, Erdsonde werden nicht bestraft, das wäre ja für die Energiewende irgendwie nicht so zielführend. Was auch noch ist, man kann Projektwerte von Erstellung Betrieb nicht verrechnen. Das heißt, man muss beides erreichen. Und natürlich haben wir einen Abgleich mit Minergie-ECO-Grenzwerten gemacht. Die haben diese auch leicht angepasst für Minergie-ECO 2023, sodass wir kongruent sind. Das Ziel dieser Grenzwerte ist eine Verhinderung der wirklich schlechten Objekte, respektive eine Optimierung dieser Objekte und vorerst mal eine Sensibilisierung der Branche. Das sieht dann im Reglement so aus, wir haben je Gebäudekategorie, das sind jetzt die Basisgrenzwerte ohne PV. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass das kaum vergleichbar ist mit dem Klima- oder Effizienzpfad der SCA, weil diese anders berechnet werden und dort natürlich genau diese Verrechnung von Projektwert, Erstellung und Betrieb möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dürfen die Grenzwerte nicht zu streng anfangen. Wir sorgen dann schon dafür, dass wir das noch so machen, dass die Branche langsam lernt und versucht, dieses Thema mit zu berücksichtigen. Gut, Sicherstellung des Komforts respektive Hitzeschutz. Da komme ich gleich zu Anforderungen, das wäre jetzt, sind also bei dem dritten Ziel von Minergie 2023. Sie sehen hier wieder die Anforderungen von Minergie 2017 und unter Komfortanforderung kommt natürlich die Luft, sich nicht verändert. Das ganze Kapitel wurde Copy-Paste in das neue Reglement genommen. Wir haben ganz viel gearbeitet zu diesem Thema in den letzten Jahren. Ich denke, das ist wirklich ausgereift und hat kein Bedarf zur noch Weiterentwicklung gehabt jetzt für diese Anpassung. Was wir hingegen anpassen, ist der sommerliche Wärmeschutz. Es entgeht uns nicht, dass die Sommer und auch die September immer wärmer werden und ein Gebäude muss hier möglichst hohen Schutz bieten. Das heißt, neu muss man den Nachweis mit der Klimaperiode von 2020 bis 2049
40 gemacht werden, damit es auch in Zukunft, wenn die Hitzetage noch zunehmen, kühl genug bleibt. Die Anforderung, dass man nur 100 Stunden pro Jahr über 26,5 Grad ist, die bleibt genau gleich. Natürlich wurden die ganzen Nachweise nachgeführt. Man kann in Variante 1 genau gleich rechnen. Die hinterlegten Flächenzahlen wurden natürlich verschärft. In Variante 2 muss man einfach diese Klimadaten 2035 nutzen. Das Gleiche gilt für Variante 3. Und nun möchten wir sowas verhindern. Das ist zwar jetzt nicht ein Gebäude aus der Schweiz, zeigt aber eindrücklich, was es heißt, wenn ein Gebäude dem Klima, der Hitze doch nicht genügend standhalten kann. Wir möchten zudem verhindern, dass man in der Nutzung dann nachrüstet mit irgendwelchen Klimasplittgeräten und haben deshalb neu für den Wohnbau eine pragmatische Lösung wie eine sorgfältige Kühlung oder eine leistungsarme Kühlung möglich ist, ohne dass man einen Nachweis erbringen muss dafür. Das wird standardmäßig eingerechnet in die Minergie-Kennzahl und kann so, also das Ziel ist eindeutig, dass man die Kühlung, also dass man zuerst einen sommerlichen Wärmeschutz macht, aber dass man, wenn man eine Kühlung vorsieht, auch eine Kühlung vorsieht, die integriert ist im Energiesystem und möglichst effizient läuft und natürlich auch in Kombination mit der Photovoltaik auf dem Dach gut funktioniert. Ich komme zum letzten Ziel, das ist die fossilfreie und effizienter Betrieb. Das ist so ein bisschen der Ursprung von Minergie, die DNA von Minergie, deshalb auch all diese Themen. Sie sehen hier, wie viele Schrauben hier möglich sind. Das gibt dem Planer auch ganz klare Möglichkeiten zu optimieren und auch Ideen, was kann noch effizienter gemacht werden. Ich gehe ganz kurz durch. Natürlich wurde die Minergie-Kennzahl verschärft, weil die Annahme ist, dass viele Sachen, zum Beispiel Beleuchtung, zum Beispiel Geräte, heute effizienter sind. Ein weiterer Grenzwert, der ebenfalls verschärft wurde, ist der Heizwärmebedarf. Für Minergie und Minergie A wurde der um 10% verschärft. Sie sehen, hier hatten wir 100% der MUKEN. Heute sind es nur noch 90. Wieso wir nicht weitergehen, ist ganz einfach. Das ökologische und ökonomische Optimum ist in unserer Meinung nach mit 90% erreicht. Bei Minergie P sind wir bei 70%. Das sind Gebäude, die aktiv auch mit passiven Solarwärme, mit Kompaktheit etc. gebaut werden. Und deshalb können sie hier noch schärfer werden. Bei der Luftdichtheit, ist es so, dass wir das Konzept abschaffen. Das möchte ich vor allem erwähnen. Das, was nicht zielführend ist, schaffen wir auch wieder ab. Das heißt nicht, dass wir dem Thema keine Wichtigkeit beimessen. Das Thema ist, dass ohne Tests dieses Konzept nichts bringt. Und bei Minergie P und Minergie A, sowohl Sanierung wie auch Neubau, bleiben die Luftdichtheitstests. Wärmeerzeugung, die Spitzenlast wird massiv verschärft, sodass eigentlich praktisch keine Spitzenlast mehr möglich ist. Also ist überhaupt zugelassen ab 80 Kilowatt Heizleistung und dann nur 10% fossile vom Energiebedarf. Das ist das zeigt eigentlich den Weg an. Das Energiemonitoring, das wird verschärft bis jetzt hatten wir ab 2000 Quadratmeter EBF muss man eins machen. Jetzt sind wir bei 1000. Das ganze Thema vom effizienten Betrieb und Digitalisierung ist noch ein deutlicher Schritt weitergegangen und wir bauen auch weitere Dienstleistungen auf diesem Bereich aus. Bei Minergie A müssen alle Gebäude ein Monitoring haben. Allerdings die kleineren müssen nicht ganz alles messen, aber ein vereinfachtes Monitoring müssen diese auch haben. Die Beleuchtung im Zweckbau wird analog der SIA-Norm, die verschärft wird, auch verschärft. Und die Elektromobilität, da muss man so viel machen, dass man in der Garage analog der SIA-Merkblatt 2060 auf C2, das heißt, es müssen 60% der Parkplätze mit Strom ausgerüstet sein, dass ein Elektroauto jederzeit sehr einfach parkieren kann. Wieso Monitoring? Das ist ein Beispiel, das wirklich schlecht in Betrieb genommen wurde. Wir konnten dank dem Monitoring und dem Monitoring Plus in der kürzesten Zeit 10% Energie einsparen. Das sind auch viele Nebenkosten für das Gebäude. Dafür haben wir ja das Monitoring Plus, das ist der Vergleich von Plan- und Messdaten.
das, Sie sehen hier links, sehr einfach zeigt, ist man im roten oder im grünen Bereich. Ich muss hier noch erwähnen, das ist nicht Pflicht für ein Menigi-Zertifikat, aber es, wir sind daran, dies weiterzuentwickeln, dass man eben nicht nur ein Monitoring installiert, sondern dass man wirklich auch die Folge hat, danach, dass man damit auch ein Gebäude wirklich so optimieren kann, dass es so gut betrieben wird, wie es auch geplant wurde. Ich komme noch zur Sanierung. Was heißt das in Bezug auf Eigenstrom? Ich habe am Anfang gesagt, die Dachfläche muss nicht voll ausgenutzt werden. Wir gehen hier von einer Anforderung von 50% der Neubauten aus. Ein Dach, das saniert wird, ist ein Dach, das schon Gegebenheiten hat. Meistens ist es schwieriger, die genauen Modulgrößen draufzubringen. Und wir werden die Pflicht einführen, solange der Brandschutz dann gelöst ist, von 10 Watt Peak. Das ist das gleiche Thema, ein hohes Gebäude. Das geht dann einfach ein bisschen, also die Gebäude müssen noch größer sein, dass man in die Fassade gehen muss. Aber hier geht es auch darum, die ganz großen Gebäude werden nicht um die Fassade herumkommen, wenn wir das dann eingeführt haben. Treibhausgas in der Stellung, keine Anforderung. Monitoring ist genau gleich, sommerlicher Wärmeschutz ist genau gleich. Elektromobilität sind wir ein bisschen liberaler auch, da müssen nur die Leerrohre bis zu der Garage gezogen werden. Natürlich haben wir die Minigi-Systemerneuerung auch angepasst. Inhaltlich, was auch noch neu ist, ist, dass es noch enger mit dem GEAC zusammenspielt. Das ist ja der vereinfachte Weg zum Minigi-Zertifikat für die Sanierung von Wohnbauten. Hier kann man für den Bereich Elektrizität und Photovoltaik die GEAC-Gesamtenergieklasse auch nehmen, um diesen Nachweis zu bringen. Und dann bleibt eigentlich nur noch die fossilfreie Wärmeerzeugung, die Lufterneuerung. Ich weise wieder auf die Grundlüftung hin und den Sommerkomfort, der übrig bleibt, um ein Minigi-Zertifikat aufgrund eines GEACs zu erreichen. Das ist meine letzte inhaltliche Folie. Sie sehen hier wieder die vier Ziele. Sie sehen in dunkelrot, was wir im Neubau fordern, in hellrot, was ein bisschen einfacher ist für die Sanierung. Wenn Sie dieses Bild mitnehmen, wissen Sie, was Minigi 2023 ausmacht. Und natürlich sind zwei große übergeordnete Größen, die für die Anforderung gelten, sind diese zwei Grenzwerte. Einerseits die Minigi-Kennzahl, die jetzt für den Betrieb, die jetzt ein bisschen die schärfer geworden ist, und neu für den Neubau Grenzwerte für Treibhausgasemissionen in der Erstellung. Ich möchte Sie noch ermutigen, oder ich kann anders anfangen, wenn Sie jetzt noch nicht genug haben davon oder noch nicht alles verstanden habe, was ich auch sehr gut verstehen würde, weil ich hatte jetzt fast 2 Jahre Zeit, mich damit zu befassen. Wir haben ein sehr umfangreiches Kursprogramm, das wir auch didaktisch sehr aufgewertet haben, und ich persönlich habe sehr Freude daran. Besuchen Sie Kurse, wenn Sie jetzt gerade anschließen, mehr davon wissen möchten, dann können Sie hier unten auf den Link gehen, alles zu Minigi 2023, das ist der Update-Kurs. Anschließend könnten Sie auch Tipps und Tricks zum Nachweis, wir haben ja einen digitalisierten Nachweis, die Plattform wird morgen aufgeschaltet. Auch hier können Sie sich auffrischen lassen, und natürlich haben wir ganz viele Kursangebote, die sonst noch spannend sind, um sich ein vertieftes Wissen anzueignen, was wir da eigentlich machen. Übrigens gibt es neu eine Minigi-Wissen-Plattform. Wir versuchen, ein Wissenpartner für die Branche zu sein. Und da gibt es einerseits diese Kurse, aber noch ganz viele andere Formate, wo Sie sich Argumente holen können, Informationen zu aktuell. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Minigi-Wissen aktuell, wo Sie sich informieren über Fachveranstaltungen können, etc. Besuchen Sie doch wissen.minigi.ch, und mit diesem Werbeslogan übergebe ich wieder Daniel. Herzlichen Dank, Sabin. Herzlichen Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Fragen. Ich werde gar keine Zeit verlieren und jetzt zu den Fragen übergehen. Und bitte, Robert Minowski, hast du schon gemacht, dich auch mit Bild einzuschalten. Dann können wir mit beiden diese Fragen beantworten. Sie können laufend auch noch weitere Fragen stellen. Ich werde jetzt einmal chronologisch von oben nach unten gehen. Es ist schön geordnet nach Sabin, deinen 4 Themen. Die erste Frage bezieht sich auf den Platz auf dem Dach. Wenn quasi das Dach voll muss sein, hat man dann keinen Platz mehr für eine Luftwasserwärmepumpe, von Fabian Klett gestellt.
Ich gehe jetzt davon aus, dass Herr Klett diese Frage schon in meinem Referat beantwortet gekriegt hat. Wir haben das eindeutig berücksichtigt und wir waren lange am Wehrweisen, sollen wir 60% der nutzbaren, der nutzbaren Fläche nehmen oder 50%. Und bei 60%, was wir fordern, muss man ein bisschen schauen, dass man nicht die Luft-Wasser-Wärmepumpe auf der einen Seite haben und die Lüftungsschächte auf der anderen Seite, aber nur ein bisschen aufräumen auf dem Dach und das kriegt man dann hin, zudem, dass es ja eine implizite Anforderung ist. Dann die nächste Frage, das Problem, wenn man beim Hochhaus die Energiebezugsfläche und dann den Wattpeak pro Quadratmeter, die Frage von Peter Engler. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Was ist, wenn das Dach klein ist und man hat neu weniger als 10 Watt Peak pro Quadratmeter? Sie sprechen da eine Übergangslösung an, die jetzt gilt, solange wir diese 20 Watt Peak nicht einführen. Natürlich gilt bei allen Minergie-Anforderungen, dass man die kantonalen Mindestanforderungen auch berücksichtigen muss. Und unser Ziel ist grundsätzlich immer, diese auch zu berücksichtigen. Wir haben uns aber erlaubt, jetzt für dieses Jahr, das kommt, wo wir die 20 Watt Peak nicht fordern, zurückzuspielen und sagen, die kantonalen Anforderungen müssen auch erfüllt sein. Und wenn wir dann die 20 Watt Peak einführen, ist das sowieso gegessen. Ich sehe, dass ich zwei Fragen vermischt habe. Ich versuche das zu korrigieren oder zu ergänzen. Dass die eine Frage ist die, die ich jetzt gerade wiederholt hatte. Die andere war noch auch bezogen auf eine Glasfassade. Also Problem Hochhaus, Energiebezugsfläche, Wattpeak pro Quadratmeter bei einer Glasfassade. Ich schaue digital meinen Kollegen Robert Minowski an, weil er hat sich ganz viel Gedanken über Glas. Ich könnte jetzt auch etwas antworten, aber er hat noch weiterführende Gedanken zu dem Thema. Also hier gibt es relativ klar, ich hoffe, ich bin gut verständlich. Ja, wir hören dich. Sehr schön, wunderbar, gut. Also hier gibt es für mich zwei grundlegende Antworten. Erstens gibt es heute bereits schon technische Lösungen wie Photovoltaikanlagen auf Glasflächen mit einem gewissen G-Wert oder eben dann ein Durchblick eigentlich aufgebracht werden können. Zweitens sehe ich die PV-Anforderungen bei Glasfassaden nur als eine Herausforderung. Der sonnliche Wärmeschutz wird eine viel, viel höhere Anforderung aus meiner Sicht. Und dann kommen noch die Treibhausgasemissionen. Also reine Glasfassaden sind sicher sehr schwierig zu bauen. Sie müssen da sicher sehr, sehr gute technische Lösungen haben und ein ausgeklügeltes System, dass das in Zukunft überhaupt funktionieren kann, ohne dass man auch eine sehr, sehr hohe Technisierung auf der Haustechnik benötigt, um diese im Griff zu haben. Aber es gibt Lösungen und ja, das wird sicher eine Herausforderung und wird sicher Fälle geben, wo es nicht möglich ist bei dieser Architektur. Vielen Dank. Dann eine THGE-Frage. Wird das Minergie-Treibhausgasemissionen-Tool auch beim ECO-Nachweis akzeptiert? Und zweitens, was zählt mehr, wenn sich die Projektwerte einer detaillierten Treibhausgasemissionsberechnung nach SIA 2032 von der Minergie-THGE-Berechnung unterscheidet? Also mal grundsätzlich, alle Tools, die bei Minergie und Minergie-ECO zugelassen sind, basieren auf dem 2032. Die Frage ist dann, wie berechnet wird. Also für Minergie-ECO wird für das provisorische Zertifikat und für kleine Gebäude auch das Minergie-Tool zugelassen, aber natürlich nicht für grundsätzlich alle Gebäude. Die meisten müssen dann für die definitive dann eine detaillierte Ökobilanzierung machen. Es ist für alle Gebäude, sei es Minergie oder Minergie-ECO, zulässig, dann quasi den Minergie-Wert zu überschreiben und eine detaillierte Ökobilanzierung zu machen. Das ist, wir gehen davon aus, dass es vor allem für Gebäude wichtig sein wird, die Lösungen umsetzen, die ein bisschen spezieller, neuer, vielleicht also meistens noch besser sind und das tatsächlich im Minergie-Tool nicht abbildbar ist. Und wir hoffen, dass diese Leute dann detaillierter rechnen. Ich möchte dazu noch sagen, es ist nicht, also unser Tool ist konzeptueller, ist phasengerecht, ist vielleicht weniger detailliert, aber für die provisorische Zertifizierung nicht weniger richtig, weil
wenn man etwas nicht weiß, und das sehen wir ganz viel in der Ökobilanzierung, wenn man etwas nicht weiß, dann kann man relativ einfach eine Annahme treffen, um etwas zu rechnen. Ob diese Annahme dann der Realität entspricht oder nicht, das sei dann dahingestellt. Und wir hoffen, so ein Tool entwickelt zu haben, das phasengerecht ist und einfach anzuwenden ist. Vielen Dank. Dann haben wir eine Frage von Johanna Zink. Gibt es konkrete Empfehlungen oder Untersuchungen, wie sich trotz hohen Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz, effiziente Hülle, PV und Grenzwerte Treibhausgasemissionen auch noch eine gute Tageslichterfüllung gemäß Minergie ECO ermöglichen lässt? Ich übernehme gerade schnell, wenn es okay ist, Sabine. Also ja. Das ist eine schöne Kombination, die eine große Herausforderung ist. Ich denke, sie war bereits schon eine hohe Herausforderung. Sie wird noch ein bisschen höher werden. Und mein Tipp da ist, es gibt Lösungen, aber sie müssen früh im Konzept, früh in einem Architekturwettbewerb und so, in der Konzeption des Gebäudes, der Räume, der Fassade, der Öffnungen, der Verschattungen mit berücksichtigt werden. Und da sehe ich vor allem die Architekten in einem, ja, sie müssen das mit berücksichtigen oder sich die Fachleute dazu holen und auch auf die hören, die ihnen so die wichtigen Tipps geben. Wenn dort die Schwierigkeit schon mal im Raum ist und es dann wird sich die noch mal akzentuieren mit den neuen Anforderungen. Aber das ist auch etwas, wo ich jetzt schon sagen kann, dass die SCA auch in diese, also in die Normierung in diese Richtung gehen wird in Zukunft. An dieser Stelle kurz der Hinweis, wir machen bis 14 Uhr. Wenn Sie irgendwelche Fragen nachher noch haben, dürfen Sie uns jederzeit auch schreiben. Also es ist nicht nachher einfach fertig mit Diskussion. Dann eine Frage, die gleich bei Röbi bleiben kann. Wo habe ich sie jetzt? Geht ein Neubau ohne zwingende Lüftung? Ach, das ist eine schöne Frage. Generell ein Neubau ohne eine Lüftung? Aus meiner Sicht nein. Hier gibt eigentlich relativ klar die SCA 180, also bauschadenfreies Bauen, die klare Antwort. Dort heißt es ja bereits, eine reine Fensterlüftung ist kein Konzept für ein bauschadenfreies Bauen. Und Minergie hat die bewährten Anforderungen an den nutzunabhängigen Luftaustausch, der notwendig ist, um nicht nur Bauschadenfreiheit zu gewährleisten, sondern eben auch den Komfort weiter behalten. Dort haben wir nichts geändert. Also dort gab es schon genügend Verschärfungen in den letzten Jahren und wir sind der Meinung, das ist auf einem Niveau, das heute sehr gut umgesetzt werden kann. Dann die nächste Frage. Werden wiederverwendete Bauteile in den grauen Emissionen der Erstellung berücksichtigt werden können? Also wenn man mehr als das UG oder den Rohbau berücksichtigen will, dann ist wieder die eine genaue Ökobilanzierung gefragt. Wir bilanzieren ja nur für den Neubau. Ich spreche jetzt von Minergie. Minergie ECO ist anders. Wir bilanzieren nur den Neubau und für den Neubau sind solche, ich sage jetzt genauere Sachen, im Tool nicht berücksichtigt. Aber Sie dürfen jederzeit eine Ökobilanzierung machen, die das ebenfalls berücksichtigt. Würden wir es, begrüßen wir auch. Sabine, hast du schon erwähnt, dass man gespeichertes CO2 anrechnen kann? Man kann es nicht anrechnen, es wird ausgewiesen. Also es ist okay, ein informativer Wert, aber es wird nicht angerechnet. Gut, danke schön. Dann nächste Frage. Warum wird nicht der SCA-Anwendungsempfehlung bezüglich Anwendung der Klimadaten gefolgt? Kann ich sehr gut beantworten. Die Anwendungsempfehlung der SCA, dort reden wir von insgesamt 10 Varianten, die für ein Projekt berücksichtigt werden müssten. Im Grundsatz nehmen wir diese ernst und gehen dorthin, dass wir sagen, wir möchten die Anwendungsempfehlung umsetzen, einfach in diesen Teilen, die für uns
praktizierbar sind und umsetzbar sind in einem einfachen Rahmen. Und diesen haben wir abgesteckt. Unsere Tools, also vor allem auch das Tool der Variante 2, lässt eigentlich mehr zu. Also da können zum Beispiel auch Klimadaten für 2060 für das Gebäude berücksichtigt werden. Dort können auch Hitzeinseleffekte eingespielt werden. Das ist überhaupt kein Problem. Die Möglichkeit besteht, aber wir haben uns den pragmatischen Weg eigentlich momentan vor allem dem Komfort versprochen, den wir eigentlich in den Minergie-Gebäuden haben wollen. Wenn man den in diesen Empfehlungen rausspielt, dann sieht man eigentlich, dass diese unsere Anforderung genau dem entspricht. Sorry, Vielen das war Dank. Etwas ausführlich. Eine Frage für dich, Sabine, muss ich sie wieder finden. Wurde festgelegt, was zwingend unter das Kapitel Monitoring fällt? Erdsonden, Warmwasser, Wärmeverteilung, Wärmerückgewinnung, PV-Anlage etc.? Das ist ganz genau festgelegt, das finden Sie in der Anwendungshilfe. Dort hat es ein, ich finde, sehr gescheites, habe ich nicht selber gemacht, deshalb darf ich sagen, Schema, womit man arbeiten kann, das alle möglichen Messpunkte aufzeigt, die man hat, wenn man je nach Heizungssystem hat. Und da kann man durchstreichen, zum Beispiel, wenn ich keine Fernwärme habe, streicht man mal durch, was ich nicht habe. Und da kommt man auf 6 Messpunkte. Wir haben versucht, möglichst wenig, aber so viel wie nötig, oder wie geht der Spruch, keine Ahnung, zu definieren. Und es sind mittlerweile 6 Messpunkte, die man für Gebäude ab 1000 Quadratmeter haben muss. Übrigens noch ein bisschen Werbung für das Monitoring-Modul. Wir haben ein Modul, das sind zertifizierte Anbieter, die genau wissen, was wir fordern und die eigentlich das ganze Konzeptuelle übernehmen können für diejenigen Planer, die jetzt nicht unbedingt so gewohnt sind, mit Monitoring umzugehen. Sabine, noch kurz eine Ergänzung. Dieses Monitoring-Modul wird zukünftig mit der neuen Label-Plattform noch detaillierter eingebunden werden in den Zertifizierungsprozess. Diejenigen, die das heute schon kennen von der Minergie-Online-Plattform, das wird es künftig auch in der neuen, im neuen, auf der neuen Plattform geben. Dort unterstützen wir die Planenden eigentlich in dieser Hinsicht. Dann eine Frage. Das Treibhausgasemissionstool im bisherigen Minergie Excel war relativ einfach gehalten. Ist dies in Zukunft detaillierter, zum Beispiel EG bis erstes OG im Massivbau, aber zweites, drittes OG in Holzbau oder so? Es ist insofern detaillierter, dass wir nicht mehr einfach abfragen, ist es ein Holzhybrid oder Massivbau, weil was ist schon ein Hybridbau und was ist schon ein Holzbau? Man kann Dach, Decke, Fassaden, habe ich alles, Decke, Fassade, doch, einzeln eingeben und da gibt man immer ein, was die Mehrheit ausmacht. Und dann gibt es natürlich, also das heißt, in diesbezüglich ist das genauer, und dann gibt es natürlich eine Zonierung. Wenn jetzt die Zonierung unterschiedliche Bauweise hat, kann man so noch detaillieren. Wir gehen nicht davon aus, dass die Mehrheit der Gebäude irgendwie das erste Erdgeschoss in einem Hybridbau macht und das zweite massiv, wenn nicht die Zonierung anders ist. Diese Spezialfälle müsste man dann genauer rechnen, falls das Bedarf hat. Dann die Frage von Fabian Klett. Werden die neuen Tools mit der Präsentation mitgeschickt? Sie finden eigentlich alle Tools entweder auf unserer Homepage oder ab morgen auf der neuen Label-Plattform. Wir haben ja den ganzen Nachweis digitalisiert. Die Plattform wird morgen aufgeschalten. Der Nachweis, der Rechenkern für den Nachweis wird folgen in der nächsten Woche. Und da finden Sie eigentlich alle Tools direkt dort. Aber gehen Sie auf unsere Webseite und dort finden Sie auch den Link etc. Aber wie gesagt, heute sind wir Daten am Migrieren. Heute ist ungünstig. Ja, genau. Genau. Und wenn Sie etwas doch nicht finden, einfach melden bei uns. Die nächste Frage. Ein Ziel ist die bauliche Verdichtung. Die Häuser werden hoch. Ein weiteres Ziel ist die Kompaktheit der Gebäude. Das Dach wird klein sein. Durch die 20 Watt pro Quadratmeter wird ein beachtlicher Teil der PV an der Fassade sein müssen. Der Wirkungsgrad ist tiefer und die Kosten höher. Wie stehen Sie dazu? Also es ist ja, das sind jetzt viele Themen in einer Frage.
für dich, denn ja, das fangen wir in ganz vielen Themen ab. Ein dichtes Gebäude hat das grundsätzlich einfacher bei Minergie, sage ich jetzt mal. Das ist bei der grauen Emissionen so, das ist für die auch die MKZ so. Ich glaube, die Verdichtung ist gemeint, näher, also nicht auf die grüne Wiese bauen, sondern... Ja, und jetzt, wenn ich auf PV und Verdichtung eingehe, dann wird es so sein, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass man 20 Watt Peak installieren muss. Und man muss, wenn das nicht sinnvoll ist, weil ein Nachbargebäude so nahe dran ist, etc., dann wird das selbstverständlich, wird diese Anforderung gemindert. Und wir möchten dann sehen, dass das Maximum gemacht wurde, aber nicht das sinnlose Maximum, sondern das sinnvolle Maximum. Und das dann, da werden wir noch, ich hätte alles bereit gehabt, darauf gehen wir dann ein, wenn wir sie dann einführen. Da gibt es sicher nochmals ein Mini-Gewissen aktuell. Sehr gut, dann gibt es eine Vorgehensempfehlung. Wenn sich zum Beispiel Denkmalpflege oder sonst eine behördennahe Organisation gegen die voll ausgebaute Dachfläche mit PV-Modulen einsetzt. Also es gibt ganz sicher Ausnahmen für den Schutzstatus. Das ist sehr regional gehandhabt. Deshalb ist unsere Formulierung, die haben wir lustigerweise ziemlich am Ende sogar nochmals präzisieren müssen, ist, wenn man aus Grund von einem Schutzstatus nicht keine PV-Pflicht machen darf, dann muss man das auch einfach mitteilen. Und dann ist es möglich, ohne PV-Pflicht durchzukommen. Was das im Detail heißt, das ist so unterschiedlich von Kanton und sogar, ich weiß nicht, ich glaube, es ist sogar gemeindemäßig unterschiedlich, ich bin jetzt nicht sicher. Aber das muss man dann mit der ZS selber anschauen. Also übergeordnet, was ich sagen kann, natürlich ist es nicht so, dass man just an einem Schutzgebäude alles machen muss, weil das sind ja Ausnahmegebäude, die auch einen anderen Mehrwert haben, als jetzt nur dem Klimaschutz zu dienen. An die Frage, wie dem Lastmanagement der Elektrizitätswerke beim Energiemonitoring Rechnung getragen wird. Das ist ein Thema, das wir recht stark entwickeln. Also ich kann einfach sagen, bei der Anforderung wird im Moment noch keine Rechnung getragen, aber wir entwickeln beim Modulmonitoring eine Zusatzanforderung für Energiemanagementsysteme, die eine Lastanforderung haben, also die müssen Lastmanagement machen können. Und wir werden im Frühjahr 2024 das PV-Opti dahingehend stark präzisieren oder stark verbessern, sodass, und das wird dann so zusammengeknüpft, immer in der Idee, dass man dem Planer das Leben möglichst nicht noch schwieriger macht, dass man, wenn man ein Monitoring-Modul mit diesem Zusatz wählt, und das ist ja, wie Robert gesagt hat, in der Label-Plattform sichtlich, welche was können, dann wird die Eigenstromversorgung einfach höher. Weil es ist eindeutig ein Ziel, dass man kann sagen, Eigenstromgrad optimiert, ich sage nicht maximiert, das wäre nicht zielführend, optimiert und dass man die Lastspitzen verschieben kann. Und wir sind auf dem Weg dazu, dies wirklich zu adressieren. Dann die bis jetzt zweitletzte Frage. Sind die Anforderungen an die PV kompatibel mit einer funktionierenden Dachbegrünung? Ja, das Röbi nickt, weil er immer mit dem Beispiel, Basel-Stadt kam. Ich selber bin aus Zürich, da gibt es auch eine Begrünungsanforderung. Diese 60%, typischerweise sind das dann kombinierte Systeme, in dem die PV-Panels höher sind und sogar noch die Begrünung beschatten, in dem Sinne sogar noch fördern. Es ist eine gegenseitige Förderung. Die PV-Panels sind ja leistungsfähiger, wenn sie einen kühleren Untergrund haben. Und so ist die Dachanforderung gemacht worden. Na, vielleicht noch ganz kurz ergänzen, dass die 60% mit einem Standardwert für PV-Module gerechnet wird, auch für bezüglich Ertrag. Und da kann man sich natürlich auch behelfen, indem dass man bessere Module, also effizientere Module verwendet. Und dann erreicht man diese auch mit weniger als 60%. Es gibt einzelne Orte, die so fixe Anforderungen an die Dachbegrünung haben, wenn das ein Problem sein würde, dann ist das eine Optimierungsmöglichkeit. Ja.
Dann ist, das sind noch zwei Fragen, die wir noch mitnehmen. Den Rest würden wir uns dann erlauben, auf dem Mailweg zu beantworten. Gibt es eine PV-Speicherpflicht? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die wir noch mitnehmen, wird der erwähnte Penalty nun auch notwendig bei einer Free-Cooling-Lösung? Also PV-Speicherpflicht und ja. Penalty. Ja. Nein, Speicherpflicht, nein. Also man kann speichern, das erhöht zum Teil die Eigenverbrauchsrate. Und das wird im neuen PV-Opti weiterhin so sein. Wir gehen aber eben davon aus, dass das Wichtigere, grundsätzlich kommt immer darauf an, wo man ist, was man selber auch will, das Wichtigere sind das Management der Stromlösungen und man so auch stark den eigenen Stromverbrauch optimieren kann. Ich sage immer optimieren, nicht maximieren. Und dass man das zuerst macht, ob es dann im Einzelfall eine Speicherung möglich, nötig, gut ist, das sei dem Bauherr überlassen. Free Cooling Röbi? Oder? Ganz einfach zu beantworten, nein. Free Cooling ist quasi energetisch gratis. Und glaub mir, die einfache Lösung oder die intelligente Lösung mit Kühlung ist auch sehr vorteilhaft berücksichtigt. Ein positiver Abschluss, das freut mich immer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den zwei Referierenden und auch bei Ihnen für Ihr Interesse. Und wir gehen diesen Weg zusammen weiter. Wir sind weiterhin für Sie da mit den Kursen, aber auch wenn Sie Fragen haben, ganz individuell. Und wir bedanken uns sehr für die gemeinsame Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag und verabschiede mich im Namen des ganzen Minergie-Teams. Adieu miteinander.